Verstanden. Sofort. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagd. Alles klar. Ei! Ich werde es gibt kein Zurück. Joinks. Auf die gerechte Jawohl. Seite. Jawohl. Wir werden angegriffen. Angriff. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Alles klar. Schützen, verzieh dich da oben. Wie erwünscht. Der will Med. Wie sehr ich dich hasse, mein Freund. Schon unterwegs. Alles klar. Stürmt los! Sofort. Ei. Was ist... Ja genau, das ist in Ordnung. So. Natürlich habt ihr hier... Natürlich habt ihr hier nicht rein... Wollt ihr gerade auf den Fischer zielen? Oder auf den Maulwurf angreifen? Immer direkt wollen wir, dass die Gegner hier hinrennen immer und dann da sterben. Auf euren Befehl! Wir werden angegriffen. Oder besser noch, komplett nach hier hin müssen. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Alles klar. Wie ihr wünscht. Können wir die Mädel überhaupt schicken? Können wir. Machen wir schon mal. Jawohl. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. So. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ein Karren wurde ausgesandt. Okay, die überlegen uns im Endeffekt. Wir müssen... Gott. Hier hinten dicht machen. Und am besten bringen wir die Gegner dazu, hier oben anzugreifen. Irgendwo in dem Bereich. Das müssten hier aber komplett dichten. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Das Gelände? Das ist zu uneben umzubauen. Reiß den ganzen Spaß hier ab. Einheiten wurde aufgerieben. Wir werden angegriffen. Vorwärts! Zum Angriff! In den Kampf! Ei! Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Zum Angriff! So. Zum Angriff! Vorwärts! Schließt das. Das ist so uneben Ein an diesem Punkt. Gebäude wird angegriffen. Machen wir das so. Ein Gebäude steht in Flammen. Hier muss nicht abgerissen werden. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Ein Sturm jetzt auch noch. Erobert das Ziel. Ein Gebäude steht in Flammen. Ach Leute. Ey. Schon unterwegs. Wir können aufsteigen. Ach ne, können wir nicht mehr, weil natürlich dieser scheiß Sturm unsere Leute weggeschossen hat. Ach Mann. Unsere Truppen werden angegriffen. Genau, die sind angeschlossen aneinander. Wir müssen in Verbindung zwischen diesen beiden gezogen kriegen. Aufgerieben. Wie? Ein Gebäude steht. Ah, wir haben das Katapult aber unter Kontrolle. Da lebt ja noch jemand. Kämpft weiter! Ei! Habe ich euch nicht gut gedient? Gebührt mir dafür nicht ein neuer Titel? Hier, Herzog, mal schauen, was jetzt es passiert. Es ist meine Bestimmung, diesen Guter Zeitpunkt zum Speichern. Es ist ja nicht so, als wenn wir es schon die ganze Zeit getan hätten, Spiel. Wahrscheinlich war es Herzogtum jetzt zu erreichen ein Fehler. Was für eine komische, verkrüppelte Mauer wir den ganzen Pfad entlang ziehen. Mit dem einfachen Ziel, die Feinde dazu zu bringen, an einem gewissen Punkt... Ach natürlich, die ganze Sache ist kaputt gegangen. Rappenstadt ist gut geschützt, wir sollten von unten beginnen. Als erstes müssen wir das Strandgebiet einnehmen. Na, sehe ich nicht. So.
Oh Gott, das ist eine Abscheulichkeit, was wir hier tun. Aber solange sie den Feind dazu zwingt, hier oben anzugreifen, wo wir ihn besser abwehren können, ist alles in Ordnung. Gesetzt im Fall jemand setzt diese verdammte Palisade mal dahin. Jawohl! Jawohl! Das Herzogtum braucht zum Glück keine Ehefrauen dieses Mal. Also ist alles in Ordnung. Das ist also vollkommen erreichbar für uns. So. Und so. Die Burg sollte übrigens repariert werden. Ist noch ein bisschen im Arsch. Verstanden. Ja genau, wir müssen dann hier hinten die Öffnung lassen. Weil nein, wenn wir die Öffnung hinten lassen, bringt es gar nichts. Wenn wir die Öffnung so irgendwie aufsetzen. Ansonsten gehen. Denn wir haben jetzt aktuell wirklich komplett geschlossen. Das heißt, die gehen durch die Palisade durch einfach. Das wollen wir nicht. Was wir wollen, ist im Endeffekt, dass die Öffnung kontrolliert ist, und zwar hier hinten. Dass wir hier gewissermaßen eine Bastion haben, wo wir die Öffnung verteidigen können. Schon unterwegs. So wollen wir es im Endeffekt alles aufgestellt haben. Alles klar. Schon unterwegs. Ei! So. Baut aus. Nun gut. Verstanden. Ihr könnt hier unten wahrscheinlich gleich ein bisschen anfangen aufzuräumen. Wie geht's mit unseren Vorräten hier? Kräuter sind. Wir trinken Kräutern. Wir sollten ein bisschen was verscherbeln von dem Zeug. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir müssen den Banditen noch loswerden und alles. Das Problem sind Prapats Angriffe jetzt an diesem Punkt. So. Das hier ist im Endeffekt nach hinten losgegangen. Verstanden. Hier bitte. Bereinige ich einfach die ganzen Sachen hier. Ei. Verstanden. Da. Verstanden. Da. 14 Einheiten Wild. Jawohl. Schon unterwegs. Dann bin ich jetzt ehrlich mit den ganzen Sachen, die hier drin sind. Die sorgen dafür, dass ich keinen wirklichen Überblick über die ganzen Sachen habe, die wir. Oh. Nehmt alles mit! Einsacken und Abmarsch! Jetzt prügel ich auch auf Sachen ein! Einsacken und Abmarsch! Nehmt alles mit! Schnappt euch den Karren! Erobert das Ziel! Erobert das Ziel! So. Alles klar. Du, setz dich ins Tor rein. Wir haben gesehen, dass Diebe teilweise kommen. Wie ihr wünscht. Jawohl. Oh ja, das Katapult muss hier hin. So. Ei. Ei.
Schon unterwegs! Schon unterwegs! Verstanden! Auf euren Befehl! Jetzt müsst ihr auch in meinen Apotheken arbeiten? Ja, tun sie, gut. Auf euren Befehl! Sehr gut. Wir haben hier eine Lücke und wir haben hier jetzt eine Lücke. Bedeutet, die Feinde müssen, wenn sie uns angreifen wollen, versuchen sich hier im besten Fall durchzuarbeiten. Ich wünschte, wir könnten hier abschließen, dann könnten wir hier oben offen lassen, dann müssten die Feinde hier in diesen Todesstreifen gehen. Aber das ist nicht ganz drin. Ein Karren wurde ausgesandt. Ich bin wild los. Volles Dekor. Volles Dekor wird eine Katastrophe werden, weil wir Eisen brauchen werden dafür. Position kann erreicht werden, wenn ihr wollt. Ihr müsst es nur glauben. Naja, ihr glaubt nicht hart genug. Ah, hier oben haben wir noch Platz für Gebäude. Denn das hat sich ja komplett ausgegeben, dass wir hier theoretisch noch irgendwie 3-4 Gebäude reinquetschen können. So, was sagt das, wie hier gerade läuft bei uns? Wir können auch definitiv eine weitere Taverne bauen. Dann steht hier halt eine lieblose Stadt. So. Bevor wir Prabhat angehen, müssen wir halt die Banditen loswerden. Das ist klar. Die Frage ist, benutzen wir dafür die Söldner oder die Bogen? Wahrscheinlich nicht die Söldner, sind wir ehrlich mit uns. Die Söldner sind einfach nur teuer und bewirken gar nichts. Wir haben die nötige Munition und wir haben theoretisch Katapulte, um hier hinten mit den Banditen fertig zu werden. Und hier hätten wir Eisen, wenn wir die Banditen loswerden würden. Und das würde all unsere Probleme lösen. Oder zumindest einen guten Teil. Ei, jawohl. Ist die Kiste eigentlich noch irgendwo hier? Da hinten ist sie. Auf euren Kriegen wir garantiert nichts raus. Verstanden. Sofort. Nope. Alles klar. Ich hätte es immer, wenn der Angriff 4 wäre, gebe ich zu, aber das erreichen wir nicht. Pass auf, jetzt gehen die Feinde später einfach direkt hier entlang. Ich fühle das. So. Einfach nur, weil dieses Gefühl mich nicht in Frieden lassen wird. Dann müssen wir uns auf die andere Innenseite prügeln und durch Prava durchschlagen. Aber wir kontrollieren nicht mehr wirklich unser eigenes Gebiet, also. Ei. Machen wir zuerst das. Bleiben so lange defensiv. Gut. Da kann auch ausgebaut werden. Und bitte einmal hier alles komplett ausbauen. Ebenso wie den Kerzenmacher, der sich hier verkrochen hat. Einmal ein kleines Gebet dazwischen drücken. Wird es weggehen? Scheinbar nicht.
So. Irgendwas aus dem Ausgehen wäre. Wir könnten noch so viele Kühe beschaffen. Oder noch mit so vielen Kühen arbeiten. Das Gelände ist selbst zu uneben, um einfach die einfachsten Dinge irgendwo hinzusetzen. Hier hinten. Hier können wir unsere Kühe hinsetzen. So. Wir können außerdem auch mit Bienenstöcken arbeiten, um gewisse Lücken irgendwo zu füllen. Ah, ich sehe, hier haben wir komplett so... man kann nicht langlaufen. Auf euren Befehl! Tatsache. Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Ei! Auf euren Befehl! Verstanden! Wie ihr wünscht! Man kann nicht mehr über die Straße hier laufen! Verstanden! Wie ihr wünscht! Jawohl! Verstanden! Wie haben wir die Straße gesetzt? Wenn man nicht mal... Die Regenzeit hat eingesetzt. Das ist mal schon was Angriff von Frappert macht. Truppen spawnen hier. Truppen spawnen dort. Truppen müssten jetzt deprimiert werden und umdrehen. Oder einen anderen Weg versuchen. Denn jetzt ist hier der einzig offene Weg. Nein, ist er nicht. Aus dem Grund, dass wir es geschafft haben, hier abzusichern. Hier ist sicher. Wenn ich gewusst hätte, dass man hier nicht mal mit Straße entlang gehen kann. Das bedeutet, der Angriffspunkt ist jetzt wirklich hier, wenn wir da offen lassen? Ja, warte. Ich will das sehen. Geh weg. Wir laden gleich wieder neu. Dass das eine komplette Absicherung war, das wusste ich nicht. Ein Gebäude steht in Flammen. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass wir tatsächlich aus Versehen die gesamte Front abgesichert haben. Weil das hier eigentlich offen sein müsste. Ist erschöpft. Okay. Wir können das ganz einfach beheben. Das ist eine ganz kleine Sache, das zu beheben. Und das ist sogar eine sehr gute Sache für uns. Wir müssen einfach nur das Tor einreißen. So einfach ist das. Einfach nur das Tor einreißen und dann ist der Angriff für Prappert offen. Das heißt, er müsste dann den Weg lang gehen, den wir wollen, dass er lang geht. So. Auf euren Befehl. Ach, jetzt müssen wir den ganzen Abschnitt da unten wieder töten. Sofort. Ei. Nehmt alles mit. Erobert das Ziel. Erobert das Ziel. So, schön die ganzen Munitionskarren mitnehmen. Einsacken und Abmarsch. Hier hoch. Armee 1, räumt den ganzen Rest auf. Du, setz dich ins Tor. Lass nicht so, dass irgendwelche Diebe hier durchgehen. Bewacht einfach den Chat. Ei! Sofort! Das Katapult können wir hier oben verstecken. Na gut, wir müssen ein paar Sachen jetzt neu machen. Zum Beispiel muss die Kathedrale jetzt gebaut werden. Wir müssen die Burg reparieren lassen, den Sold runtersetzen, die Steuern wieder normal setzen. Wir können die Steuern auch auf hoch setzen. Ich gebe zu, damit habe ich... Ja genau, das Limit ist aktuell erreicht. Aber ich gebe zu, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das heißt, das ist etwas, was ich übersehen habe. Dass dieser Weg gar nicht mal begehbar war. Ei.
So, hier müssen wir einfach komplett aufreißen dementsprechend. Auf euren Befehl. Dein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Verstanden. Denn die Feinde nehmen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn sie irgendwo keinen offensichtlichen Widerstand bieten, dann gehen sie da lang. Jawohl. Und sei es nur eine Öffnung in einer verdammten Steinmauer rund umgeben von ganz vielen Soldaten. Jawohl. Muss man aber halt nur wissen. Und das habe ich tatsächlich nicht gewusst, dass dieser Weg hier einfach nicht begehbar war. Dass wir den ja aus Versehen komplett abgesichert hatten. Vor allem, weil der ganze Pfad hier sowieso nicht begehbar ist. Bis zu diesem Punkt hier, der nicht gesichert ist. Wieso ist das nicht gesichert? Hier haben wir einen kleinen Bereich, der nutzbar ist. Hier ist Bereich nutzbar. Mit so einem Gebäude hätten wir das Ganze hier abmessen können. Hier ist nicht abgesichert. Genau, jetzt müssen wir die Abscheulichkeit hier wieder bauen. So. Okay. Jetzt will der Räucherfisch haben. Ich gehe so nicht mehr entsprechend. Junge. Warum tust du mir so einen absoluten Schwachsinn eigentlich die ganze Zeit über an? Warum? Ah, verzeih mir, dass ich versucht habe, es doch schön werden zu lassen. Jetzt müssen wir das so setzen. Und dann direkt daneben auch noch einen. Nein? Jetzt ist das Gelände blockiert. Man setzt den verdammten Tisch neben die Burg und er soll damit klarkommen. Was soll's. So, ist das Tor jetzt. Das Tor ist noch nicht weg. Wieso ist das Tor noch nicht weg? Ich habe mir einen Befehl gegeben, das Tor wegzumachen. Ich finde immer wieder neue Wege, mich zu enttäuschen. So. Schickt einen Fisch los. Ein Karren wurde ausgesandt.
möglicherweise man da nicht hinkam, wegen gewisser Blockaden, die wir jetzt hoffentlich aufgehoben haben. Jawohl! Auf euren so. Befehl! Jawohl! Sofort! Und so. Jawohl! Unsere Armee ist bei nur zwei Dritteln ihrer Stärke. Ich fürchte, wir müssen ein paar Söldner rekrutieren. Von dem Geld. Ei! Ei! Gruppe 2. Alles klar. Nach hier hin. Ei! Ei! Hier müssen wir ihn frei halten für mögliche Reservetruppen. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Ein Karren wurde ausgesandt. Jetzt möchte ich gerne diese Kuhweiden bauen. Die das Ganze hier aufgedeckt haben für uns. Ach ja, diesmal sind die Palisaden ein Müh anders gesetzt, dementsprechend passt das nicht mehr hier hin. Typisch. Einfach typisch. So, des Weiteren. Unser Gedankengang war... Ach ja, genau, Sturm. Wir könnten ja mit Hilfe unserer Imkerhütte... Das fand ich die Belagerungsgeräte noch ein bisschen blockieren. Damit das Problem hat, irgendwo hochzukommen. Die Feinde natürlich noch engere Gänge reinzwingen. So, wir machen Bienen waffenfähig. Es muss ein Weg bestehen, aber er muss enger werden. Damit die feindlichen Truppen sich daran anstauen, sollten so Schützen die ganze Arbeit machen können. Es geht nur um Zeit. Zeit ist im Endeffekt die Währung in einer Belagerung. So, das setzen wir wieder hin. Weil es uns irgendwelchen Gründen letztes Mal geholfen hat. Ich weiß auch nicht warum. Die KI funktioniert einfach so. Oder eher, sie weigert sich auf diese spezifische Art und Weise zu funktionieren. Mach den Fisch doch frei. Gut. Wir müssen an Eisen kommen. Bis dafür die Banditen loswerden. Und unser eigenes Gelände ein bisschen mehr unter Kontrolle kriegen. Wir speichern. Und ich werde an diesem Punkt auch so meine Aufnahmepause einlegen, weil ich noch ein paar Sachen zu tun habe heute. So. Und dann werden wir nächstes Mal schauen, ob wir jetzt Prapa damit erfolgreich in der Enge gezwungen haben und uns an unser ganzes restliches Gebiet nehmen können.
Ich weiß nicht, irgendwie funktioniert der Aufbau. Ich weiß nicht, irgendwie funktioniert der Aufbau hier nicht ganz so vortrefflich, wie er sollte. So, unsere Gesamtwertung, unsere Siedler, unsere Ressourcen. 103 hatten rekrutiert, 372 besiegt, 13 Gebäude zerstört und 75 Söldner angeheuert. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen steigen, was die Zahlen angeht. Wir sind aktuell Herzog, arbeiten Richtung Erzherzogtum und haben 4-mal Leute bekehrt. Was wir wahrscheinlich noch ein paar öftere Male machen werden, weil es günstige Bogenschützen sind, die wir dadurch kriegen. Nun gut. Bis dahin bedanken wir uns fürs Zuschauen, wünschen euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Cheerio!